Moin! Das Römische Reich war ein absolutes Weltreich. Es umfasste zu seiner größten Ausdehnung den gesamten Mittelmeerraum. Nun stellt sich aber die Frage, wie hat das eigentlich alles angefangen? Und genau um diese Frage zu beantworten, schauen wir uns im Folgenden die Gründungssage zur Entstehung der Stadt Rom an und wie es historisch tatsächlich gewesen sein muss. Viel Spaß! Der Legende nach beginnt alles mit dem Trojanischen Krieg. Ihr wisst schon, der Krieg, bei dem die Griechen die Stadt Troja ewig belagerten, bis sie es schließlich durch das trojanische Pferd schafften, die Stadt Troja einzunehmen. Als klar war, dass Troja fallen wird, flieht Aeneas aus Troja, begibt sich auf eine Irrfahrt und landet nach vielen Stationen in Italien. Über die Reise des Aeneas haben wir auch schon ein Video gemacht, das findet ihr rechts oben eingeblendet. Viele Jahre später gebärt Rea Silvia, eine Nachkommin des Aeneas, mit dem Kriegsgott Mars die Zwillinge Romulus und Remus. Rea Silvia war die Tochter des rechtmäßigen Königs Numitor. Er war der Erstgeborene, wurde jedoch von seinem Bruder Amulius entthront. Da dieser mit der Geburt der Zwillinge Angst um den Thron hatte, ließ er Romulus und Remus auf dem Fluss Tiber aussetzen und ihre Mutter einsperren. Die beiden hatten aber unwahrscheinliches Glück und wurden von einer Wölfin, die beiden schreien hörte, gerettet und aufgenommen. Anschließend fanden Hirten die Kinder und brachten sie zum königlichen Schweinehirten, dessen Frau sie dann großzog. Als sie größer waren, fanden sie über die Untaten des Amulius heraus, töteten ihn und setzten Numitor als herrschenden König ein. Zur Belohnung erhielten sie das Recht, eine Stadt gründen zu dürfen. Wer der Stadt den Namen geben und herrschen soll, ließen die beiden Brüder das Schicksal entscheiden. Durch den sogenannten Vogelflug wurde bestimmt, dass Romulus den Vorrang erhalten sollte. Er hatte nämlich in seinem Gebiet mehr vorbeifliegende Vögel gezählt als sein Bruder Remus. Im Jahr 753 vor Christus wurde also die Stadt Rom gegründet. Ihr kennt bestimmt alle den Merkspruch 753, Rom schlüpft aus dem Ei, wenn nicht, dann kennt ihr ihn jetzt. Romulus wollte eine Stadtmauer bauen, um seine frisch gegründete Stadt zu beschützen. Doch sein Bruder Remus sprang, als die Mauer noch nicht besonders hoch war, hinüber, um Romulus zu verspotten. Das war aber eine Verletzung des Rechts. Die römische Stadtmauer galt als heilig und Romulus erschlug im Anschluss seinen Bruder voll Zorn und rief: "So möge es jedem ergehen, der über meine Mauern springt." Eine Wölfin findet also die Zwillinge Romulus und Remus, nimmt sie bei sich auf, sorgt sich um sie und Romulus gründet als Erwachsener die Stadt Rom, die zu einem der mächtigsten Weltreiche, die es je gegeben hat, aufsteigt? Ist das wirklich so gewesen? Nein. Das konnten Forscher durch Ausgrabungen bestätigen. Wie war es dann? Wir befinden uns circa im Jahr 1000 vor Christus und zwar genau hier. Im Bereich des Flusses Tiber, an und auf den sieben Hügeln Kapitol, Caelius, Aventin, Esquilin, Palatin, Viminal und Quirinal. Die Stämme der Latiner und Sabiner errichteten dort kleine Siedlungen und betrieben Landwirtschaft. Der Boden war dort sehr fruchtbar, was die Landwirtschaft begünstigte. Durch den Tiber war die Stelle ideal zum Handel treiben und durch die Hügel hatten die Leute bei einem Angriff den Höhenunterschied auf ihrer Seite. Sie konnten sich somit besser verteidigen. Außerdem lag die Stelle so weit vom Mittelmeer entfernt, dass sie nicht regelmäßig von anderen Völkern überfallen wurde. Im 7. Jahrhundert wurde die Gegend eben wegen diesen Gründen auch für die Etrusker interessant. Die Etrusker waren ein hochentwickeltes Volk, so besaßen sie zum Beispiel eine eigene Sprache und Schrift. Ab ca. 600 vor Christus herrschten etruskische Könige über den Ort, den sie Ruma nannten. Später wurde dann Ruma zu Rom. Die Etrusker bauten schließlich eine Stadtmauer und entwickelten die Stadt durch den Aufbau einer Kanalisation, von Tempeln und sogar eines Marktes zu einem kulturellen Zentrum. So viel zur Gründung Roms laut der Sage und laut Geschichtsforschern. Checkt gerne noch das hier links eingeblendete Video über Cäsar oder hier rechts unsere Playlist über das Römische Reich ab. Ansonsten lasst gerne einen Like oder ein Abo da, wenn euch dieses Video gefallen hat. Und dann war's das von unserer Seite. Tschüss!